Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mario & Rabbids. In der letzten Folge haben wir die Windmühle reparieren können. Und heute schauen wir, dass wir den Rest der Mission fertig machen, weil wir warten immer noch auf den Boss, der noch anscheinend hier auf der Welt sein sollte. Mal schauen, ob der noch hier ist. Okay, what the fuck ist jetzt hier? Moment. Wie braucht man denn die Batterie hier? Sag nicht viel hier, oder? Doch, die Batterie wird hier benötigt. Aber dann muss der Kasten, der da steht, ja eigentlich bewegbar sein. Nö, ist aber nicht. Das heißt... Da muss ein Kasten hinkommen. Aber das interessiert mich jetzt eher weniger. Das wollte ich nicht. Das wollte ich eigentlich auch nicht. Ich wollte auf die Map gehen. Dass wir zu Mutti können. So, gehen wir zu Mutti. Mal schauen, was die Story jetzt noch so bringt, ne? Weil tatsächlich erwartet uns ja, oder ich erwarte noch den Boss. Ziemlich sicher. Da haben wir ihn. Den vorletzten Boss, schätze ich, vor Miseria. Seht mal, wer auch immer das ist, hat die echte Mutti gefangen genommen. Ich habe ja gesagt, dass der letzte Funkspruch verdächtig klang. Sukkulenta. Sukkulenta, du Kleine. Na, Rebella, du solltest einen klaren Kopf bewahren. Betrachte mal die Gesamtsituation. Wirst du wieder weglaufen, und um deine eigene Haut zu retten und mich Mutti für meine Zielübungen verwenden lassen? Oder wirst du versuchen, sie zu retten? Dabei wirst du natürlich scheitern und damit auch deine Mission, Miseria aufzuhalten. Die ganze Galaxie wird unter deinem Versagen leiden. Ich werde gnädig sein. Obwohl du Miseria natürlich so oder so niemals aufhalten könntest. Ich für meinen Teil kann dir immerhin versprechen, dass ich nach meinem Sieg gnädiger sein werde. Also. Was wirst du tun? Ja, besiegen auf jeden Fall. Geht in Deckung. Sukkulenta ist extrem treffsicher aus der Entfernung. Wenn wir sie aus der Nähe angreifen, sind wir Kanonenfutter. Heißt, es gibt keine Limonade? Okidoki. So, wir müssen hier rüber. So, den hier. Hier lang. Jetzt bescheuert, aber sowas von bescheuert. Den hier.
Da machen wir dann hier. Warum sind die rot? Waren die nicht mehr weiß? Nehmen wir den hier. Weil ich sie verbessert habe, deswegen. Weil ich sie verbessert habe. Hab ich wieder vergessen. Okay, holy, die hat Fettschaden drauf. So. Das hier. Die Frage ist, hat jetzt eigentlich nur 4000 Leben oder lebt die sich auch 1000 Mach wieder, wieder her? So. Das sehen wir jetzt gleich. So. Ja, Phase 2. War klar. War klar. Aber gibt's noch eine Phase 3, ist die Frage. Und hier hinter. Mal den hier. Du Kacke, 3000 Schaden war das gerade. Echt jetzt? Dann machen wir den hier. Ich dachte, er fliegt aus dem Bildschirm raus. Aus der Map. What the fuck? Der Peach ist down, scheiße. Was zum Geier ist das gerade gewesen, ey? Also noch unfairer kann man es nicht gestalten, oder? Komm mal den hier. Hey.
Du willst mich doch verarschen. Da haben wir schon den Boss auf der Schnauze und dann kommt der Kack auch noch dazu. Und warum zum Geil kann ich nur so wenig laufen mit Bowser? So, hier. Hör mal den hier. Ich hoffe, es sind nur zwei Runden und nicht drei. Was auch immer da gerade abging mit dem. Doppelangriff jetzt auch noch. Komm, jetzt hat 100 Punkte, hat's überlebt. Naja, aber wir haben's ja gleich. So, zweite Runde ist down. Okay, es gibt drei. Willst du mich verarschen? Solange ich mein ganzes Team wieder kriege, gerne. Komm, treffe ich? Treff tatsächlich. Machen wir Schilder dran. Okay.
Du willst mich doch verarschen, oder? Hör mal den hier. Ich hätte nicht erwartet, dass die Bob-Oms mit Feuer angegriffen werden können und dann rumrennen. Ja, Mario ist down leider. Wird auch nicht zum Glück. Ich frage mich, wie sollen wir die Runde gewinnen? Was mag der Feuermager nicht? Ich hoffe, ich schaffe die Runde. Es sieht nämlich nicht so aus, als würde ich es hinkriegen. So, hier. Gut, der Dicke ist weg. Die Frage ist, wo kommt jetzt die Röhre raus? Ich habe keine Ahnung. So. So. Ja, Bowser ist jetzt down, leider. Ja, den Kampf verliere ich, leider.
wird halt nichts hier. Ich möchte halt nach oben kommen irgendwie. Wie komme ich da hoch? Ich muss darüber. Ja, als ob. Ja, Mario ist down, leider. Sie haben viel zu viel Weitschuss, Leute, hier. So. Wenn ich das gewinne, dann weiß ich nicht wie. Wie kann ich mich so treffen, oder das ist bescheuert. Mal den hier. So. Ich glaube, das könnte noch was werden, aber ganz knapp nur, ne? So. So, mit dem Futzel hat sie überlebt. So ganz, ganz kleinen Futzel, den Leben hat sie noch. Ich hoffe, das ist die letzte Runde gewesen. Das muss aber gewesen sein. Bitte. Da waren es 3 Runden. Ja, danke. Geschafft.
Rosalina. Rosalina hat uns gerettet. Dieser Kristall ist der Beweis ihrer Tapferkeit. Aber wieso ist sie denn in diesem Dings gefangen? Misera. Dieses Ding ist Misera. Und ja, Rosalina steht fest in ihrem Bann. Das ist nicht ihr Werk, Rabbit Rosalina. Aber wenn wir Misera nicht aufhalten können und Rosalina sich selbst nicht befreien kann, dann ist sie für immer verloren. Ich glaube, ich weiß, wie du dich fühlst, denn ich fühle dasselbe. Aber ich fühle auch noch etwas anderes. Ich bin zugleich traurig, aber auch entschlossen. Ja, sogar optimistisch. Ich fühle... Was? Du fühlst Hoffnung. Seht ihr? Eure KI ist zwar neu im Emotionengeschäft, aber wenn ihr euch den Kristall mal genauer anguckt, dann seht ihr, dass sie recht hat. Der Megabug. Eine Abscheulichkeit, die teilweise aus mutierter Rabbit-DNA kreiert wurde. Eigentlich wurde er ein für alle Mal besiegt. Doch ein letztes Fragment von ihm schwebte ziellos durch die Galaxie. Verschmolzen mit und angetrieben durch Weltraumschutt, mutierte es noch einmal. Allmählich entwickelte es ein Empfindungsvermögen. Es wollte wachsen und ernährte sich dafür von der Lebenskraft der Galaxie. Irgendwann wurde es schließlich zu Misera. An einem schicksalhaften Tag spielten ein paar Lumas mit einigen Rabbits, die gerade auf der Durchreise waren. Angelockt von der mächtigen Energie, die die Freude der Lumas ausstrahlte, zog es Misera zur Sternwarte. Misera näherte sich ihnen unbemerkt. Selbst Rosalina spürte ihre Anwesenheit nicht, bis es zu spät war. Im allerletzten Moment stellte sich Rosalina zwischen die Lumas und Misera, um sie zu beschützen. Die Rabbits und Lumas wurden dadurch gerettet. Doch dann ist etwas Schreckliches geschehen. Ein gewaltiger Energiestoß. Die Rabbits und Lumas wurden weit weggeschleudert. Und sie verschmolzen und erschufen so eine neue, mächtige Spezies. Die Sparks. Rosalina war ebenfalls verschmolzen. Mit Misera. Misera hatte die Kontrolle, doch sie spürte, dass Rosalina sich gegen die Vereinigung wehrte. Um Rosalinas Willen unwiderruflich zu unterdrücken, braucht Misera Sparks, deren Energie sie absorbiert. Dann stellte Misera eine mächtige Armee aus abtrünnigen Rabbits und Bowsers Schergen unter Gedankenkontrolle auf, angeführt von den Spark-Jägerinnen. Dennoch fürchtet sich Rosalina nicht vor Misera. Von Anfang an wusste sie, dass sie sich auf ihre Freunde verlassen kann. Sie wusste, dass sie sich auf uns verlassen kann. Hoffnung. Rosalina weiß, dass wir kommen. Deshalb hat sie uns eine Nachricht übermittelt. Wenn sie glaubt, dass wir ihr helfen können, dann muss es auch einen Weg geben. Lassen wir sie besser nicht warten. Yay. Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss einen Schildknacker zusammenstauben. Schrauben. Das ist, nicht ganz die Feuerkraft, die ich erwartet hatte, aber ich vertraue dir voll und ganz, Mutti. Ich mal auch. Wir haben gerade genügend gereinigte Finsterzeit-Energie, um Miseras Festung zu erreichen. Nicht vergessen. Denkt daran, nicht der Schildknacker wird Rosalina retten. Ihr seid zwar alle voller Hoffnung, aber ihr müsst auch zusammenhalten. Einigkeit. Darum geht's hier. Einigkeit. Danke, Mutti. Wir werden es nicht vergessen. Versprochen. Na denn? Worauf wart ihr denn noch? Ich kann hier nicht ewig rumjammern. Mutis Rache. Gut, dann würde ich sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir fangen in der nächsten Folge an, ein paar Nebenaufgaben hier auf dem Planeten zu machen, bevor wir zu Misera gehen. Ciao. Euer Gladius.